Hey Freunde, herzlich willkommen bei eurem Tierhofer, herzlich willkommen zurück in den Backrooms. Wir spielen weiter Escape the Backrooms in diesem dämlichen... Oh. Es kommt. Hörst du's? Was? Hörst du's? Ja. Oh. Lauf! Oh. Lauf! Ich hab grad meine Zehennägel geschnitten und irgendwie... Alter, was hast du gemacht? Nein! Das komische laufende Auge. Freunde, wir sind zurück in Escape the Backrooms. In diesem merkwürdigen Level mit den Häusern aus der letzten Episode. Wir gehen in das Haus hier erst nochmal rein. Ja, die Sanity ist so down. Aber wir wissen ja jetzt, was wir machen müssen. Hast du gerade alle Gegenstände eigentlich von der Bank schon runtergesammelt? Nee, ich habe leider Gottes keine... Doch, ich habe eine Taschenlampe. Doch, passt schon. Ja, aber da war doch auch Mandelwasser und so. Ja, da habe ich einen Saft genommen. Aber guck mal, hier ist auch noch Mandelwasser. Dreckiger, so, brauchst du? Ja, natürlich. Ich habe gar nichts. Ja, warte. Ja, dann lass doch hier. Nö, ich bin schon im nächsten Haus drin. Nee, mach, was du willst. Hey, ich kann den PC jetzt hier auch schon wieder anmachen. Okay. Wow, mein Typ ist jetzt schon am Durchdrehen, holy shit. Ich kann den PC trotzdem anmachen. Welchen den PC? Wo wir schon angemacht haben. Ja, aber der hat doch nicht mehr rot geleuchtet. Ist doch egal. Ja, aber trotzdem habe ich es gemacht. So, hier ist flüssiger Schmerz für dich. Ja, danke. Da ist noch ein bisschen Mandelwader. Hier ist Saft hier drin. Okay. Und hier ist wie immer gar nichts. Okay. Ja, ich muss mir jetzt nämlich erstmal ein bisschen was gönnen. Ja, gönn dir mal. Oh ja, ich auch. Hier geht's nämlich gar nicht gut hier dem Typen. Jo, der ist übel am Wegdrehen. Warte, der kommt Bro, wieder. Chill mal. Kommt wieder. Das Auge. Alter, ich bin draufgegangen. Während ich am Trinken war, ist er umgefallen. Oh nee. Bin dead. Okay, ja, ich versuch's einfach mal, okay? Ja. Geh mal raus schnell. Bis das Auge weg ist. Nee. Guck mal raus bitte, was der macht. Das Ding ist so creepy, ne? Alter, einfach so ein laufendes Auge. Oh, er kommt! Aber wer ist er denn? Keine Ahnung. Ich gebe ihm den Namen Otto. Otto? Jetzt lass ihn doch mal da weggehen. Nein, ich wollte ihn angucken. Junge, so ein Geier. Erst will er nicht rausgehen, dann geht er dem Vieh auf den Keks. Klassiker. Oh, der hängt da jetzt. Ja, dann... Warte, ich muss... Lass dich töten. Hoho, das war knapp. Ich mach die Tür zu. Geh doch außen rum. Geh doch zur anderen Tür raus. Ja, soll ich, oder? Soll ich zur anderen Tür rausgehen? Hä? Okay, ja, dann geh ich zur anderen Tür raus. So, und dann? Ja, wie, und dann? Läufst du ums Haus drum rum. Und dann? Ja, nicht in die Richtung. Doch, ich will ihn hier weglocken. Aber du musst doch zu den Häusern da drüben hin. Warte. Wenn du ihn jetzt da hinlockst. Wow. Okay. egal, machen wir es aber zusammen. Ist egal. Ja, aber wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre, wäre doch der genauso schnell auf mich zugelaufen. Du solltest dich hinter ihm herschleichen auf der anderen Seite. Ach so, ja, aber das geht doch nicht, wenn er hängt. Memo. Mano. Entschuldigung. Ja, ist okay. Whatever. Ist schon gut. Kriegst du wieder nur Ärger von dir hier? Nein, kriegst keinen Ärger. Ich stelle nur deine geistige Kompetenz in Frage. Das darfst du gerne machen. Die ist heute nicht mehr da. Nee, nur weil das Auge Füße hat. Ja, das verwirrt mich. Meine Sehne. Warte, ist er schon wieder da? Ah, nee, er geht da hinten weg. Lang, ja. Aber eigentlich ist er schon süßer, oder? Weiß nicht. Also, er ist schon süßi. Keine Ahnung. Ich finde schon. Weiß ja nicht, wie er heißt. Kann ich jetzt so nicht entscheiden. Okay, pass auf. Welches Haus machen wir als erstes? Oder macht jeder ein Haus? Und gucken wir mal, wer es schafft. Das endet nicht gut, aber okay. Gut. Ich nehme das hier. Ja, okay. Okay. Wie sieht's bei dir so aus? Ich bin fertig. Sicher, ich hab zugesperrt. Bin fertig. Nee, ich nicht. Ich bin im Klo. Okay. War auch nur ein Witz, hab gelogen. Aber ich hab mich auch eingesperrt. Ich habe mich in der Küche eingeschlossen. Sehr gut. Immerhin besser wie ich auf dem Klo. Da hast du wenigstens was zu essen. Ja, wieso? Wenn du jetzt Angst kriegst, kannst du wenigstens scheißen. Hä, aber der geht jetzt nicht mehr weg von der Tür. Ich habe schon zweimal hier in die Spüle gemacht gerade. Hä, der geht nicht von meiner Tür weg. Schlecht. Das ist schlecht. Hä? Oh, Alter, ist der schnell! Ey, auf einmal war der voll schnell. Bist du tot? Nein, alles gut, aber... Ja, meiner geht nicht von der Tür weg. Ist deiner von der Tür weggegangen? Nee, es steht jetzt... Was, wo du eigentlich eingeschlossen hast? Ja. So, ich bin wieder draußen.
Ja, nee, also meiner steht direkt, also ich sehe das Brecheisen durch die Tür glitschen, also ich komme hier nicht raus. Das ist schlecht. Schmeiß doch ein, schmeiß irgendwas was? Nach ihm. Kann ich den mit dem Insektenspray? Aber ich habe keinen Insektenspray mehr. Weiß ich nicht. Ah, Mann, ey. Ich schleiche jetzt hinter meinem Typen her. Muss irgendwie zum Computer kommen. Alter, hier sind 3 Flaschen Liquid Paint. Wer säuft das denn hier wie Smarties? Keine Ahnung. Boah, jetzt geh doch da weg, du. Oh, da war ein Raum, da hatte 2 Türen. Ich bin reingelaufen, er kam durch die andere rein. Oh, das ist aber fies. Oh, irgendwie erschreckt, Alter. Oh, Guck mal den Käse hier an, der geht hier nicht weg. Frag ihn einfach mal, ob er gehen kann. Mach jetzt hier auf. Das hat doch funktioniert. Oh Gott, ey. Junge. Holy. Das kann doch nicht sein. Was sind wir denn für Ottos, dass wir das nicht schaffen? Oh Mann. Ja, irgendwie muss man die Viecher, irgendwie muss es einen Trick geben. Okay, komm, jetzt lass mal richtig zu zweit machen. Das ist ja. Wie man die Viecher ordentlich ablenkt. Ich weiß, ich glaube, alleine ist sogar die bessere Taktik, weil man sich dann nicht gegenseitig im Weg steht. Weil wenn du zu zweit versuchst, in einen Raum reinzulaufen, während das Vieh direkt hinter dir ist, ja, das kannst du dir aber in die Haare schmieren. Gut, wir wissen ja, oder ich weiß jetzt zumindest, du für dein Haus, ich weiß es für mein Haus und du für deins, welcher Raum es ja jetzt schon mal nicht ist, oder? Ja. Ja, also. Also was? Also ist das ja schon mal gut. Das ist schon mal... Ja, ja, wir kriegen das gleich schon irgendwann hin. Ganz entspannt hier. Trial and Error. Oh, ich habe keine... Siehst du den Stern im Himmel? Ich habe Mandel Wader mitgenommen. Der Sternenhimmel erfüllt mein Herz, weißt du das? Das ist schön für dich. Ich habe andere Sorgen, okay? Konzentrier dich. Hinten. Okay, hier ist nichts, glaube ich. Nee, das war... Ich bin jetzt genau da reingelaufen, wo ich eigentlich weiß, dass ich nicht reingehen sollte. Okay. Okay, ich habe mich jetzt... Ich bin jetzt, gesichert in 2 Räumen. Also ich habe 2 Räume, die verbunden sind, beide abgeschlossen, bin jetzt erstmal in Sicherheit. Na, herzlichen Glückwunsch, ich nicht. Und ich habe jetzt 2 Ausgänge quasi, das ist auch nicht schlecht. Ich bin jetzt im Waschraum, von dem man von außen reingucken kann und wo ich vorhin gesagt habe, da ist schon mal nichts drin. Wir haben ihn gesehen, der kommt, um mich zu holen. Okay, wo ist er? Geht er runter? Bitte geh runter. Ich sehe von dem den Schatten hier oben, oder? Ich hab den PC. Ich hab ihn. Ich hab mein Haus. Yes! Ich hab ihn auch. Siehst du, wir wissen doch, was wir tun. Waren auch 2 Türen bei mir. Ja, nee, ich war nochmal ganz woanders jetzt, aber er war gerade quasi im unteren Stockwerk und ich konnte in Ruhe gehen. Okay, ich hab's direkt nebenan. Ich hab's geladen. Jo, bei mir auch. Er guckt mich auch noch direkt an. Ich hoffe, das waren auch jetzt die einzigen, wo wir das machen mussten. Wir werden es gleich feststellen. So, ich gehe raus aus dem Haus. Ja, warte, ich kann noch nicht. So, ich bin raus auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier quasi wie in so einer Sackgasse. Ich muss jetzt genau den richtigen Moment erwischen, sonst komme ich nicht raus. Boah, ich brauche was für Sanity. Junge. Ja! Hat er dich? Nein. Okay. Gut. Bin draußen. Okay, nice. Ich bin in der Garage hinten gerade. Ich musste gerade Sanity aufladen. Okay, warte. Nicht erschrecken, ich komme ums Eck. Ja, komm. Okay, alright. Komm, wir gehen hier. Lass uns einmal durch das Haus hier gehen. Ja. Boah. Ist da irgendwas drin? Ich brauche dringend Mandelwasser. Ich kann dir noch eins droppen, warte. Ja, okay, gut. Wie viel Sanity hast du denn? Bin bei, 60%, aber das geht halt nicht. Ja, dann habe ich ja weniger als du. Ach so. Ja, dann ist Quatsch. Dann nimm wieder. Also, was heißt, also ungefähr, ist auch scheißegal. Wir kommen jetzt da eh durch. Ja. Gut, ja, egal. Hier ist nichts drin. Lass mich bei 50. Hier ist Liquid Pain. Ja, das will ich nicht. Okay, dann komm, dann lass gehen. Oder nee, warte. Der kommt ums Eck. Ja. Ist hier gar nichts mehr? Kann man den Kühlschrank öffnen? Nee. Nee, hab ich schon versucht. Belastung pur. Mach die Taschenlampe aus! Das ist wie ein T-Rex! Der reagiert auf Licht und Bewegung! Ja, komm. Hast du noch nie Jurassic Park gesehen? Nein, ich hasse Dinos. Dinos sind voll uncool.
Ich liebe Dinos. So, mal sehen, ob das jetzt überhaupt offen ist. Ja, ich hoffe es auch, ey. Ist es. Guck mal, da oben sind Motten. Es ist offen, es ist offen. Sehr gut, rein. Come on, Mac. Meine eigene Kackwurst. Ja, genau. Psychose, ey. Alright. Und jetzt, was machen wir jetzt hier drin? Weiß ich nicht, aber da ist ein Pfeil. Warte, lass erst mal gucken, dass du für dich hier leise, was zu... Sag mal leise, ob hier. Ich glaube nicht, dass hier was drin ist. Meinst du? Oh, ich weiß nicht. Würde mich wundern, würde mich wundern. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Doch. Boah, ich bin jetzt am Durchdrehen. Ja, ich auch. Warte, dann lass einfach dem Pfeil folgen. Der ist hier auf die Tür. Okay. Hier geht's einfach runter. Und es lädt. Okay, sehr gut. Let's go. Oh. Let's go. Alter. Ah, das war ein cooles Level. Ich fand das cool. Ja. Fand das stark. Oh, okay. Nee, das sieht nicht so cool aus. Warte mal, wo geht's hier lang? Menke. Oh, das geht von selber auf. Restricted Area. Hallo. Ja, kommst du mal bitte? Ja, ich bin schon da. Ja. Hey. Restricted Area. Sanity ist trotzdem ultra. Oh, shit. The hell is this? Okay, ich hab eine Crowbar aufgenommen. Knowing how to deal with emergencies can greatly was? Reduce the risk of an accidental okay. contamination event. Ja. Whenever you enter the laboratory, be sure to das Labor. The emergency safety shower, as it may have been moved die Sicherheitsdusche. In the event of an accidental contamination, instruct the affected person to stand in the middle of the emergency platform on top of the footprints. Okay. The platform should automatically close to ensure everyone's safety. Next, make sure the filtering unit contains 4 full bottles of concentrate. Die Filterunit ist das hier. Bottles are only partially filled or missing. Place a new bottle in its spot. You'll know that the unit is ready when all 4 lights are green. Now you can push the emergency shower forward until it's locked in place and can't be moved anymore. At this point, oh, hast du den Zettel hier schon gelesen? The platform should remain closed and will automatically open up when the process is complete. Okay. Manually opening the platform. Müssen wir das Ding da reinlocken? Oh, ich weiß es nicht. Please make sure to clean. Klingt so, oder? Ich meine, wenn man hier den Zettel sich anguckt, das Ding hat eine Admin Card. Damit können wir überall hinkommen. Ja. Okay, gut, aber wir müssen hier wieder raus durch die Schleuse. Ah, ne, hier vorne, okay. Eieiei. Schauen wir uns mal um. Wir brauchen ja erstmal 4 von diesen Flaschen scheinbar, die wir da. Ja, ich brauche erstmal was für die Sanity. Weil oh, was ist das hier? Guck mal. Alter, what the hell? Ja, ultra beruhigend. Da hat auf jeden Fall irgendwas reingeschlagen, oder? Ja, irgendwas. Also, entweder wollte irgendwas rein oder irgendwas wollte raus. Ich glaube rein. Megge. Da kommen Schritte. Geh rein. Oh, Bro, das sieht gar nicht gut aus. Das ist ultra ungesund. Kommt's rein? Es kommt rein! Versteck dich! Oh nein, das kommt hier direkt zum Ladenblock weg. Bist du auch so? Oh ja! Alter, einfach so Bonk mit der Stange. Hat's mir in den Kopf gehauen. Bonk. Ich hab grad Mandelwasserkonzentrat gefunden. Okay, das krass. Ist wieder was anderes, oder? Das ist extra starkes Mandelwasser. Guck mal, hier hinten geht's auch rein. Da ist zwar total dunkel, aber da geht's auch rein. Ja, da gehe ich nicht hin. Von da sind wir noch gekommen. Ja, aber da geht's rechts rein nochmal. Nee, mach ich nicht. Okay. Warte, ich nehme das Brecheisen mit. Das brauchen wir für irgendwas. Das Brecheisen? Ist ein Brecheisen? Ja, hier ist ein Brecheisen. Schritte, warte. Da ist es. Ist es hinter dir her? Weiß ich nicht. Wo bist du hingelaufen? Zum Anfang. Okay. Ich neige immer dazu, dahin zu laufen, wo wir hergekommen sind. Ich habe so Medical Konzentrat gefunden. Ja, dann trink's mal. Wobei. Nein, das müssen wir in den Dingen so einfüllen. Hast du das Video eben nicht geguckt? Ach so, aber das war doch kein Mandelsaftkonzentrat, oder? War das Mandelsaftkonzentrat? Oh, es steht vor mir. Ich bin im Spind. Ich seh's. Der alte Stinke Heinrich. Kannst du lesen? Nee. Wie heißt das Zeug? Mandelkonzentrat. Ach so, ja, dann ist ja kann gut. Zum Befüllen von Notduschen verwendet werden. Ah. Ah. Ich dachte, das wäre was anderes. Nein. Ich hab's nicht gelesen. Nicht richtig, ne? Okay, ich habe hier einen Durchgang gezimmert mit meinem Brecheisen. Hier, komm rein. Ja, ich bin. Guck mal, hier. Kann man so Vents mit öffnen. Ne, wir brauchen 4 von diesen Mandelkonzentraten. Okay. Für diese Dusche. Und ich glaube, da müssen wir das Ding in die Dusche locken.
Okay, ja, ist doch easy. Hier ist noch eins. Guck, haben wir zwei. Sehr geil, sehr geil. Hier ist noch ein Raum. Ja, da waren wir vorhin drin. Da steht auch eins hinten links. Nee, das ist ein anderer Raum, oder? Nee, das ist der. Da ist auch ein Brecheisen, kannst du auch mitnehmen. Ich hab doch eins. Achso. Warte, es ist draußen, Hinter einer der Türen ist es. Ich weiß nicht hinter welcher. Ich hab's gehört. Wir haben jetzt drei von den Flaschen, ne? Der ist hier an meiner Tür. Oh Mann, ey. Hat er dich? Ja. Oh Mist. Ah, Mann, wieso bin ich denn immer so doof und lauf irgendwo in die Mitte vom Raum, wo einfach nichts ist? Weiß ich nicht. Ich glaube, den Gang da entlang bist du noch nicht gegangen. Da waren wir eben, da hast du gefunden. Ja. Ich gehe jetzt nochmal hier lang zurück. Also eins liegt jetzt ja bei dir quasi, ne? Ja, genau. Stimmt, das ist ja auch richtig dumm. Okay, ich bin in dem einen Raum da eben jetzt gerade drin gewesen, wo du auch warst. Ja. Wo die ganzen Computer drin sind. Der ist direkt ums Eck. Ich weiß. Der Brecheisen, Johnny. Da ist bestimmt was hinter dir in der Tür. Bestimmt auch eins was, drin. Was, da? Mhm. Ja, da habe ich ja schon eins gefunden. Ach, da hast du schon eins gefunden. Okay. Wo soll denn da das vierte sein? Wo hat's dich zerledert? In dem Raum? Ja, genau. In dem Raum drin. Ah, da okay. Hat's rein und dann in der Mitte. Shit. Oh, oh. Er ist noch weit genug weg. Okay. Boah, ich dachte kurz, er kommt rein. Der ist so darauf zugesprintet. Ich dachte, der duckt sich jetzt und springt hinterher, Alter. Der gehäutete Otto ist das. Ah, da bist du. Ja. Hier ist auch die Flasche. Geh mal zurück und platziere mal die Flaschen. Die werden dann bestimmt auch gespeichert. Hab die letzte. Ah, nice. Einfach der allerechte. Da ist er. Ums Eck. Chill. Alles easy. Okay, let's go. Bin schon mal wieder hier. Okay. Fleische, hallo? Muss ich die Hand nehmen extra? Ach Junge. Mach doch nicht sowas Kompliziertes. Aber ich finde hier überhaupt keine Sanity hier. Ja, es ist ja auch sehr hell und sehr schön und die Farbe der Wände matcht auf jeden Fall unsere Schutzanzüge. Nice. Das Ding ist jetzt so. Ready. Muss ich es jetzt so hier hinschieben? Ja, nee, weil... Du musst ihn erst dahin locken. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich kann es nicht zurückschieben. Ach so. Ja, okay, gut dann. Meinst du, das geht so? Sein. Ja, bestimmt. Denk nicht, dass das jetzt so eine Physik hat, dass es das Ding dann nach oben haut, weil du stehst halt okay, dann locke ich ihn jetzt mal. Ja, probier mal. Heinz-Dieter? Der Heinz-Dieter. Heinz! Hey! Hey! Ulrich! Der hat keine Lust. Warte mal, der kommt gleich aber näher ran. Der muss dich Der kommt riechen. Gleich ja wieder ums Eck. Der muss dich riechen. Da hat er mich. Jetzt hat er dich. Mal sehen, ob das klappt. Dann komm mal her, mein Bester. Ja, let's nice. Sehr gut. Ja! Da wird er weggemandelt mit dem Mandelwasser. Er wird weggemandelt. Nice. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Oder? Ja, warte mal. Oh! Was? LOL! Gib mir deine Karte. Was soll ich jetzt mit der Karte machen? Wo kommen wir jetzt lang damit? Tja, das ist jetzt die Frage. Vielleicht also jetzt haben wir die irgendwo, und was machen wir jetzt? Vielleicht ist da irgendwo ein Areal, wo wir noch nicht... Aber wir waren weiß ja nicht dafür, oder? Ja, eigentlich ja. Oder du musst jetzt dahin zurück, wo ich vorhin sagte, da ist alles so dunkel, dass man da jetzt... Meinst du? Ja, da ging es halt nach rechts rein. Ich weiß nicht, was da ist, keine Ahnung. Nicht, dass er sich gleich zurückverwandelt oder so. Nee, das glaube ich nicht. Der ist fertig mit den Nerven, guck ihn dir an. Der ist durch. Ah, kann sein. Also hier zurück. Genau, und dann, da sind wir hergekommen und
Oh nee, Quatsch, das ist ja da. Mein Gott, ich bin ja so lost. Passt schon. Ich bin richtig lost. What are you Alles talking gut. about? Ich dachte, da wäre. Egal, vergiss es. Lass gut sein, Tjulfa, ist okay. Oh Mann. Alles in Ordnung. Okay, warte, irgendwo. Oder warte, können wir das vielleicht an irgendeinem PC hier benutzen? Das kann auch sein. Oder so? Ich meine, was ist mit ihm hier? Ja, lass ihn liegen am besten. Weiß ich nicht. Ich meine, hier ist ja auch irgendwie so ein Generator oder so. Brecheisen. Nee, warte mal, wir müssen safe irgendwas damit öffnen. Macht ja sonst keinen Sinn. Muss irgendeine Tür sein oder so. Da steht der Exit ja, vielleicht. Irgendwas. Nee, hier waren wir ja schon. Hier ist der Vent. Hier drin gab es ja auch keine Tür, ne? Nö. Also wir haben jetzt eine Keycard, die wird mir auch nicht angezeigt im Inventar. Oder muss man zurückgehen? Aber ist auch Quatsch, oder? Dass man zurückgehen muss und in einem Haus irgendwas ist? Ja, aber da war ja nichts. Ja, weißt du. Wo man die benutzen kann. Ja, wir sind ja nur runtergegangen, wir sind nicht hochgegangen. Also hast du auch wieder recht, ja. Also. Und hier ist nichts. Sollen wir mal zurückgehen, oder was? Ja, geh mal zurück, dann lebe ich auch wieder und dann können wir mal gemeinsam schauen. Ja. Und den Bro könnten wir mitnehmen, dem geht's ja gar nicht gut. Oder warte, kann ich hier noch irgendwas, warte kurz, nur kurz testen, nicht, dass ich hier irgendwas... Ne, mit dem kann ich nicht interagieren, hier kann ich nichts öffnen. Das Ding hat eine Administrator-Card, damit kommen wir überall hin. Steht hier nur als Hinweis. Gut, ich geh mal zurück. Ja, ich denke, das ist richtig, wenn wir zurückgehen. Gehen wir mal zurück. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Schauen wir mal, was wird. Bist du da? Okay. Ja, ich bin da. Alright. Back in alive. So, was ist hier noch? Nichts mehr. Aber ich sehe halt auch nichts. Das Ding ist draußen. So, dann mal jede Tür mal öffnen, hä? Irgendwo... muss man ja dann irgendwas machen können. Alter, wie viele Räume hat die Bude? Ja, aber oben... Ich meine, hier sind ja auch irgendwie so rote Lampen. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Ist hier nicht zum Spaß hier. Oder wir müssen noch in irgendein anderes Gebäude hier. Meinst du? Nee, glaube ich nicht, aber... Warte mal, hörst du das? Ach, das war ein Radio. Ich habe ein Radio ausgemacht. Alles gut. Oder ein Radio angemacht oder was auch immer. Hier halt auch nichts. Es ist auch brutal dunkel, Mann. Warte mal, irgendwo geht's hier hinten raus, oder? War da nicht eine Tür nach draußen? Nee. Ja, hier ist eine Tür nach draußen, hier vorne. Ja, nach vorne, aber... Vielleicht ist hier auf dem Gelände auch irgendwo was, wo wir die Keycard hinhalten müssen. Hier ist auch, oh Gott. Das meine ja. ich. Aber hier... ist nichts. Nee. Man könnte uns ja auch Hinweise geben, ne? Aber das wäre ja zu viel verlangt. Ja, das könnte man. Okay, aber es muss ja irgendeinen Grund geben, dass wir hierher gekommen sind. Auf dem Weg hierher war ja nichts, wo wir irgendwas betätigen hätten müssen, oder? War im vorherigen Level irgendwas? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ganz zurück müssen. Ja, weiß ich nicht. Hier ist... Oh, oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich war gerade vorne nochmal an dem Monitor, am Tor. Jetzt leuchtet der Eingang rot. Okay. Aber das Tor ist offen, oder? Das Tor ist offen. Meint der, kann hier reinkommen? Müssten wir das Vieh einsperren? Nee. Glaube ich nicht. Man kann es ja nicht zumachen da vorne. Ist hier drin vielleicht nochmal irgendwo so ein PC, wo wir was machen müssen? Dass wir nochmal irgendwas... triggern müssen, nur jetzt mit der Karte vielleicht? Gute Frage. Ich nehme hier erstmal ein paar Sachen mit hier. Hast du eine Taschenlampe? Nee. Ich nehme dir meine mit. Okay, danke. Alter, Sanity droppt so schnell hier drin. Hast du noch was? Nee. Hier, nimm das. Und das. Thank you very. Warte, ich gehe nochmal kurz vorne an den. Ja. Bildschirm, Otto. Irgendwas muss man ja mit der Karte machen können. Das macht ja sonst keinen Sinn. Dass das hier leuchtet. Also hier vorne der Bereich leuchtet. Muss man hier irgendwas machen.
In den Zimmern ist es ja auch rot. Warum? Ja. Okay, mega verwirrend. Ich bin mega verwirrt. Also, aber wir sind uns einig, da unten, wo wir gerade waren, in diesem Labor, da ist nichts mehr. Da können wir nee, also... machen. Außer, aber an den PCs konnte man ja auch nichts machen. Also ich habe jedenfalls keinen PC gefunden, mit dem ich interagieren konnte. Okay. Wenn ich jetzt in das Level nochmal runtergehe, wirst du wahrscheinlich mit hingespawnt, oder? Wahrscheinlich, ja. Wo bist du gerade? Im Haus. Achso. Ich bin im Haus drin. Gerade nochmal oben in den Räumen, wo es rot ist. Mhm. Nochmal gucken, aber hier ist halt nichts. Die leuchten einfach nur rot. Mega ja. Verdächtig, aber... Ja, okay, dann lass nochmal kurz runtergehen. Ja, warte. Warte kurz. Uno momentos. Die Sanity, ey. Das ist krass, wie schnell die runter geht ja, hier oben. Übel, übel. Ja, ja, lass runtergehen. Oh, ich dreh mal durch. Ich bin wahrscheinlich hier gleich tot. Bist du drin? Ja. Okay. Dachte gerade, jetzt lädt's nicht mehr. Kaputt. Boah, die Sanity. Sanity ist trotzdem so ultra low. So down, ey. Ich bin gespannt, ob der Typ noch drin hängt oder. Nö. Okay, das Level hat sich zurückgesetzt. Nee, hat's nicht. Ja, die Flaschen sind aber der ja noch Typ meine ich. Ja, der Typ meine ich, der hat sich zurückgesetzt. Geh mal okay, gucken, ob er noch lebt. Vielleicht ist er einfach nur verschwunden. Meinst du? Warte mal. Was denn? Kann man mit dem Brecheisen die Scheibe kaputt hauen? Wo bist du? Ja, ich hol das Brecheisen. Ich hab doch eins in der Hand. Achso, ja, dann hau mal auf die Scheibe. Hab ich schon gerade versucht, passiert nichts. Ach so, okay. Muss man vielleicht mit dem hier irgendwas machen? Nee. Nee, da kommst du auch nicht rüber. Mit den PCs kann man nicht interagieren. Vielleicht müssen wir auch zurück in den Hub und da irgendwas mit der Administrator-Card machen. Meinst du? Ja gut, könnte sein, gell? Wo haben wir den Hub gesehen, in welchem Level? Wir mussten nur durch den Tunnel eigentlich zurück, oder? War ja, da komm, nicht einer? Lass das mal ausprobieren, bevor wir uns hier zu Tode suchen. Auf dem Weg dahin werden wir sowieso kaputt gehen. Warte mal. Hier ist noch ein Vent, durch den man durch kann. Nee, oder? Ah nee, ist nur zum Verstecken. Okay. Das wär's jetzt gewesen. Ja. Hab ich gerade noch gesehen, aber. Ja, gut, dann. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt überhaupt zurück mit unserer kaputten Sanity, ey. Ja, wenn dann. Werden wir halt einfach nochmal sterben und dann nochmal neu spawnen. Mit mehr ich hoffe, Sanity. Die Administrator-Card wird gespeichert, ey. Ja, doch. Doch, sonst safe. War das doch sehr, sehr. Das war ja bisher ärgerlich. Immer so. Das wäre sehr belastend, ey. Wenn die ganze Zeit, stell dir vor, du stirbst, also beide sterben und immer werden die Items dann komplett weggehen, so ich bin eh gleich tot. Ja, same. Wenn das Auge um die Ecke. Was war das gerade für ein Geräusch? Da, guck mal, hier ist wieder neu gespawnt. Lol. Nice. Okay. Einmal reinziehen hier. Trink schon, komm, beeil dich ein bisschen. Mann, der braucht 100 Jahre. Okay, dann komm weiter. Wir gehen. Ich habe gerade eigentlich getrunken. Ich bin tot. Du bist tot? Oh. Ich habe aber eigentlich gerade getrunken. Gut, war nur ein Saft. Du bist gerade einfach in der Luft zerplatzt. Das sah krass aus. Okay, warte. Wo war der Ausgang da? Gehen wir aber mal das zurück. Kann schon sein, dass wir das in machen. Den Hub. Weil keine Ahnung, wo wir sonst mit der Administrator-Card jetzt hin sollen. Wir haben ja auch keinerlei Hinweis bekommen. Nee, aber es wird schon Sinn machen. Nein, wir können hier nicht hoch. Sicher? Ja, oder? Lol. Okay. Oh mein Gott. Also ist das Fail. Das ist Fail, ja. Ich will nicht was mehr. Müssen wir, ich nicht was müssen wir mit der Karte machen? Vielleicht gibt es hier noch ein anderes Gebäude, was irgendeinen Zugang hat oder so, wo wir vielleicht rein müssen. Keine Ahnung. Sein. Vielleicht müssen wir uns nochmal umschauen auf der Map. Ne, wir spawnen sogar wieder hier. Also muss es ja hier irgendwas sein. Jesus Christ. Wenn man hier drauf zugreift, dann leuchtet es jetzt hier einfach rot.
wie du immer das Kackmandelwasser nimmst und nicht die anderen Sachen und ich immer nur den Müll krieg. Junge. Wenigstens nehme ich nicht alles. Junge. Ja, das stimmt auch wieder. Wenn man auf die Karte guckt, da vorne am Tor steht aber auch der Bereich hier immer als locked, als abgeschlossen da. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Exit. Warte mal. Exit wo? Warte mal. Da hinten steht Exit. Wo? Auf der Karte? Auf der Karte, ja. Hinter dem Ding eigentlich direkt. Und da führt eine Straße lang. Warte mal. Ich gehe da ins Hotel. Warte, ich komm mit. Warte kurz. Oh oh. Das dicke Ding kommt wieder. Ja, los. Von wo kommt er denn? Der läuft da ganz hinten. Also alles entspannt. Easy. Okay. Da, oder? Da weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da geht's auf jeden Fall raus. Hier steht Exit. Ja, und hier ist die Zugangskarte. Hier müssen wir hin. Ich bin da. Warte mal, ich... Oder kannst du sie auch benutzen? Du kannst sie auch benutzen. Klar. Ja, perfekt. Ja, dann raus aber, hier. Let's go. Ja, das sieht ja noch unheimlicher aus. Nein, sieht gut aus. Ja, sieht super aus. Okay, siehst Alter. Du mal. Let's go, durchgeschafft. Kannst du lesen? Perfekt. Was? Nichts? Nee, kann ich nicht, offensichtlich. Oh, ein Kornfeld. Oh nein, da kann man reingehen. Oh nein, hier, nimm dir das Zeug. Was denn hier? Da hinten leuchtet was rot. Ist das die Sonne? Brauchst du Saft oder so? Was hast du alles im Ich hab zwei Mandelwasser. Okay, du hast zwei Mandelwasser. Den Rest habe ich dir liegen lassen. Eins rein. Brauchst du schon? Oh jo, ich auch. Ja. Wir folgen einfach erstmal der Straße, würde ich sagen, oder? Ja. Alter, ist das creepy hier. Kann man echt ins Kornfeld gehen? Leise. Ich glaube, im Kornfeld ist was. Wo bist du? Wow! Mich hat irgendein Typ genommen und ich bin tot. Was, du bist... Mich hat irgend so ein Typ so eine Vogelscheuche genommen und mich ins Kornfeld getragen. Alter, ich war... Oh ja, ich seh's! Der läuft von links nach rechts, du... Ja. Alter, ich war zum Spaß gerade im Kornfeld, weil ich dir Angst machen wollte. Und dann rufst du bist tot. Da war er schon wieder. Ich glaube, du musst immer mal zwischendrin stehen bleiben. Warte mal, ich guck hinter dich, okay? Ich kann ja mit der Kamera... Da war er. Ja. Du musst immer einen guten Abstand zu diesen Zwischendingern haben. Ich guck hinter dich. Ich sag dir Bescheid, wenn er hinter dir ist. Du musst dich nicht umdrehen. Ja, okay. Ich dreh mich trotzdem um. Kann ich doch nicht einfach laufen. Junge, ich krieg... Da vorne ist ein Haus. Wow! Das war ultra knapp! Hast du es nicht gesehen? Nee, ich hab ihn nicht gesehen. Okay. Ja, siehst du, ich dreh mich schön selber um. Eieiei. Ja, ich hab mich aber umgedreht. Ich hab nichts gesehen. Oh, da nimm ein bisschen Mandelzeug und so. Ja. Du wirst es brauchen. Und isst den Salatkopf, der da am Boden liegt. Ja, mach ich, warte. Erstmal was trinken kurz. Wie du da stehst. Er ist völlig kaputt mit den Nerven. Schon wieder ein richtig dummes Level, Alter. Ich nehme mal alles mit, okay? Ja, wie viel hier aber auch liegt. Das heißt nichts Gutes. Warte. Okay. Steht hier. Turn on the windmills. The lights will point towards the way out. Mach die Windmühlen an. Das Licht wird dir den Ausgang zeigen. Oh ja. Okay. Oh, Walkie-Talkies. Ja, brauche ich nicht. Was das heißt, oder? Gestaltenwandler. Nicht unbedingt. Eben waren auch Walkie-Talkies und es gab keinen Gestaltenwandler. Turn on the windmills. Ich glaube, du musst... Alter, muss ich ins Feld? Mhm. Ich gehe nicht in das Feld. Ich glaube, man muss... Das war's für die Folge, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, du musst da rein. Turn on the windmills. Ich sehe doch gar nicht die Windmills. Ja, da musst du jetzt auf gut Glück einfach reinlaufen. Junge, ich sehe einen feuchten Kehricht. Aber denk dran, der Dude, der da drin ist, will dich snacken. Ja, ach was? Den schmeckt nämlich Tjulfa zu Mittag. Bruder, ich hab keine Ahnung. Jetzt geh da rein, komm, nimm deine Eier und... Wo laufe ich hin? Ich laufe einfach. Geradeaus. Einfach geradeaus. Ich laufe in Richtung der Sonne. Oder was das ist. Was für Windmills? Ich habe noch keine einzige Windmühle gesehen. Ich kann leider nicht rauszoomen, das wäre mega, wenn man das könnte. Warte, oh doch, das Licht ist eine Windmill.
Echt, oder was? Ja! Cool. Entspannt. Bei mir ist hier gar keine. Bei mir ist hier einfach gar nichts, wo du stehst. Ist einfach nur ein die nächste. Leerer Fleck. Echt jetzt? Ja. Wow, alte Kanzlerin! Ich seh nix. Das ist total bescheuert. Warte. Siehst du gar nichts? Also, ich sehe halt nur so ein freies Feld, wo einfach gar nichts ist. Okay. Aber du machst das schon. Wie freies Feld, wo gar nichts ist? Ja, da wo du gerade warst, war ein Zaun und in der Mitte war nichts, einfach nur Matsch. Mehr nichts. Ach so, nee, da stand so eine Windmühle. Die taucht aber... Oh, hier ist Wasser. Ja, kannst dich mal ein bisschen baden, schadet nicht. Aber pass auf, dass keine Piranhas drin sind oder so. Ja, ja, ja. Würde ich schon zutrauen. Ich muss irgendwie da rüber. Da hier ist lang. Aber ich sehe auch kein Licht, was du meinst. Also okay, ja, hier ist so ein großes rotes Licht, was mir den Standort der Windmühle anzeigt. Okay, okay, I can see. Und dann kann ich hier... markiere ich die und dann wird mir die nächste angezeigt. Oh, die nächste ist voll nah. Siehst du denn, dass hier Sachen rumliegen auf dem Strohballen? Ja, das schon, Vielleicht wird das auch einfach nur... Vielleicht wird dir das nicht angezeigt, damit du mir nicht so leicht helfen kannst. Oder so. Aber das ist ja voll mies eigentlich, also... Weiß ich nicht. Weil das Level basiert ja schon darauf, dass man nicht so viel sieht. Ja, das stimmt. Okay, hier kann ich nicht lang. Siehst du die Zäune denn hier? Ja, die sehe ich. Die sehe ich. Okay. Wenn du einen Durchgang siehst, sag Bescheid. Vorne okay, sehe ich durch. Drei so Leuchtpunkte. Was für drei? Ja, keine Ahnung. Ich kann es gar nicht richtig erkennen. Da hinten, da... Nee, die grünen? Nee, so grüne? Die sind bei mir normal, weiß. Da ist irgendwas Großes da hinten. Siehst du das, wenn du dich genau in die Richtung gerade gedreht hast? Was, da? Nee, andere? Nochmal ein bisschen nach rechts? Da, ja. Da ist gar nichts bei mir. Lol, okay, da sehe ich übelst viele Lichter. Vielleicht haben die für jeden auch einen anderen Standpunkt oder so. Weil für mich wird da gar kein Licht angezeigt. Okay, da ist Sackgasse. Ja. Merke ich auch. Junge, er kommt einfach mit der Kettensäge da rausgelaufen. Ich sehe ihn leider nicht, das... Hörst du ihn denn? Ich höre nur manchmal so ein bisschen so ein Patschen auf dem Boden, ja. Ja, das war ich gerade. Ja, das kann ich nicht zuordnen, ob du das bist oder... Also bei mir hat es jedenfalls gepatscht, als ich durchs Wasser gelaufen bin. Junge, Junge, Junge. Das Level ist ranzig. Das nächste Mal stirb bitte nicht. Okay, ich gebe mir Mühe. Okay, ich laufe aufs nächste Licht zu. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind übrigens. Da stand nirgendwo, es sind 5 Windmühlen oder so. Da stand einfach nur, haha, Idiot. Ja, ja. Mach Strom an, Depp. Ja, wahrscheinlich sind es halt wieder 4 oder so. Nee, ich habe schon 4. Das ist jetzt die 5. Dann sind es bestimmt nur 5. Oh, jetzt werden mir auch die anderen Lichter angezeigt, ja, die du eben meintest. Jetzt, okay. Jetzt sehe ich die. Ja, 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 oh, ja. Arkade. Okay, vielleicht hat das schon gereicht. Geh mal dahin, vielleicht war es das schon. Vielleicht. Ja, es gibt auch kein neues Rotes. Okay, ja, dann. Oh, da hinten musst du wieder Zugangskarte durchschieben, oder? Riesiger Parkplatz. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was macht mein Insanity? Ich sag immer Insanity, weil ich dumm bin. Puh, Arkade. Alter, mein Inventar ist voll. Lol. Okay. Ne, das sind nur so Snackautomaten hier links und rechts. Wir haben ja einfach nur eine Drehtür und dann betreten wir jetzt hier scheinbar eine Arcade-Halle. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Hallo? Frage ist halt dann, Leute, für was es lädt! Dann aktiviert hast. Du bist wieder back. Warte, ich habe Sachen für dich. Gott. Guck mal. Zack. Echt, zack, oder? Zack. Hier, den kannst du auch haben, den Juice. Den will ich nicht. Der ja, den Rest. Nicht. Ach, hier, okay. Nice. Muss nur mal gucken, dass wir eine Taschenlampe vielleicht finden für dich. Aber erstmal schauen, ob wir überhaupt eine brauchen. Erstmal schauen, was das hier eigentlich ist, vielleicht. Die Arcade-Halle! Ja, ja, schön, aber. Oh. Oh! Oh, toll! Oh, toll! Ja. Kacke, Mann. Spiel und Spaß! Oh, hier ist ein Hubzugang! Okay,
Vielleicht müssen wir... Hier ist ein Abzugang. Können wir da mal rein mit der Keycard, oder? Nee. Aber Alter, warum ist das so dunkel? Quad beat the game in Multiverse. Wir haben es geschafft! Oh! Das ist das Ending! Das ist das Ending und die Aufnahme leckt bei mir. Geil! Ah, nee. Ist einfach nur das Credits. Okay, sehr gespannt auf die vollständige Veröffentlichung. Ah, okay. Wir sind durch. Erst, wow. Vorerst sind wir durch. Krass, sehr Mann. Cool. Ja, dann nächstes Projekt. Inside the Backrooms, oder? Inside, ja. Inside, du Banause. Inside. Ja, inside. Inside the Backrooms. Not bad. Aussprache studiert. Ja, wir haben Escape the Backrooms durchgespielt, Freunde. Let's go. Nice. Aber zum Glück gibt es noch mehr Backrooms Multiplayer Games. Das heißt, wir sehen uns definitiv im nächsten wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Bis dahin. Bye, bye.